Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich hoffe, dass ich jetzt zwei Spiele spielen kann. Es hängt aber davon ab, wie das erste ausgeht. Wenn wir das erste nämlich in die Verlängerung spielen, dann schaffe ich nur noch eins. Wenn wir das erste nicht in der Verlängerung spielen, dann werde ich noch ein zweites anfangen und hoffen, dass das dann nicht in die Verlängerung geht. Schauen wir mal. Xbox-Spieler am PC, lol. Aber ich habe einen Xbox-Controller immerhin. Okay, 88er Stürmer, was ist das denn schon wieder? Mit Hunter. Zweimal Hunter, einmal Hawk, also auch wieder Pace, Pace, Pace. Oh, Inform. Warte, ist das Insigne? Ah, er hat den Griezmann. Griezmann hat er. Und dann noch den Bele daneben. Na gut, ziemlich gutes Team auf jeden Fall schon. Schauen wir mal. Konzentrieren, da stellt irgendwas um. Mein, unser Team ist logischerweise auch nicht mehr schlecht. Wie gesagt, wie viele Infos haben wir? 5? Icardi. El-Sharawi, Ghoulam, Lichtsteiner und Brozovic. Ja, 5 Informs. Ich denke, das macht auch ein bisschen Eindruck. Gerade jetzt noch am Anfang des Spiels. Also der Saison FIFA 18. Hallo. Hört mal auf, ihn da so durchdribbeln oder durchsprinten zu lassen. Ach du Gott, Strootmann, was war das denn für ein Schuss? Na toll. Scheiß Mertens. Info Mertens ist es nicht Insigne. Info Mertens. Ach, da habe ich falsch antizipiert. Ich hätte halt nicht gedacht, dass der jetzt einfach durchsprintet. Ich dachte, er nimmt den Ball, also er stoppt den Ball und versucht aufs Tor zu ziehen. Er ist aber leider direkt in den Sprint gegangen. Und das hat dazu geführt, dass. Ach, Lichtsteiner hat sich verletzt. Das hat dazu geführt, dass ich halt, dass er halt durch war, sonst wäre er nicht durch gewesen. Macht es leider gut mit dem Dribblings. Oh, ich gewinne auch kein Kopfballduell. Fuck. Das war ein Stürmerfoul. Schöne Grätsche. Tick zu weit, Tick zu langsam von Icardi, sucht euch aus. Alter, der spielt auch nur über so einen Dreck, oder? Da bringt Icardi dann zum Glück einfach den Abschluss mit, um den dann flach ins kurze Eck zu machen. Schöner Stellungsfehler vom Gegner. Ich glaube, ein oder beide Außenverteidiger heben das Abseits auf. Zumindest der links hat es aufgehoben. Und dann, ja, Icardi halt. Abschlussmonster. Sein erstes Tor. Ich glaube, sein generell erster Scorerpunkt. Als Inform. Gegen What the Fuck. Na komm. Ach komm, Junge, ich habe keine Zeit. Was macht er denn? Aber auch Zeit.
Ich bitte dich, übertreib mal nicht mit deinem Tries Mertens. Macht er von zu? Ne. Sehr nett von ihm, dass ich da kurz aufbauen darf. Ist auch ziemlich aggro, also er rammelt ziemlich auf den Ballführer drauf, finde ich. Das müssten wir eigentlich in Zukunft ausnutzen können. Ja, da wollte ich direkt nochmal Vicari dann legen, aber war der Gegner dann schon zu dicht dran. Ja, das ist seine Welt hier, rennen und dribbeln. Scheiße. Und in den Laufspiel. So blöd, das funktioniert doch nicht. Und dann halt Stellungsfehler im... Oh Gott, was war denn das für ein Stellungsfehler? Nein, auch wenn ich ihn darüber gelegt bekomme auf Brozovic. Leider hat es nicht geklappt. War schön gespielt, aber ich bekomme den Abschluss nicht hin. Rossi fängt schon wieder den Ball ab, sehr gut. Ach, da kam, ich dachte, der Rossi läuft mal entgegen und wir können ein bisschen schneller passen, da habe ich mich geirrt. Den Ball hatten wir eigentlich schon. Jetzt wird es ultra schwer, das zu verteidigen. Es sei denn, er rennt einfach in Benatia rein, dann nicht. Das ist ein schönes Foul. Der Pass war ein bisschen überhaupt. Also, da war ein bisschen. Zu optimistisch. Er macht's schon wieder. Das gibt's doch nicht. Diesmal kommt die Scheiße auch noch an. Oh, da wäre doch niemals rein. Ich muss ein bisschen konstruktiver spielen. Dann kriegen wir ja noch ein Tor hin. Er spielt ihn im Abseits an, wie geil. Haben wir überhaupt noch nicht über Philippe gespielt, über Philippe Andersson. Deswegen werden wir versuchen, ein bisschen mehr über rechts zu spielen, einfach um auch die Ausdauer von Philippe zu nutzen. Charabi ist wahrscheinlich schon total im Arsch. Ja, total nicht, aber ein bisschen mehr als Philippe auf jeden Fall. Scheint jetzt ein bisschen ruhiger zu verteidigen. Was ist denn da los? Das kommt mir aber gar nicht entgegen. Hallo Treffer Icardi. Schade. Hätte ruhig mal reingehen können. Boah, da stehen wir eigentlich so gut und schaffen es trotzdem nicht, ihn abzufangen. Wurde leider zu eng. Oh, Philippe, du hattest ihn doch.
Was für eine scheiß schlechte Schusstäuschung. Nach vorne gefällt es mir gerade nicht, nicht konstruktiv genug, finde ich. Oh. Der nächste sinnlose Ballverlust. Nee, 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 die zweite Hälfte gefällt mir bisher überhaupt gar nicht. Schön gemacht mit El-Sharawi. Auch kein Foul. Oh nein, bitte nicht. Scheiße, ich deck doch nur genau diese Seite ab, verdammt nochmal. Und trotzdem macht er ihn rein. Fuck. Hätte ich wahrscheinlich. Ich habe aber auch wieder gedacht, wieder Fall antizipiert. Ich dachte wieder, der stoppt und zieht nach rechts. Aber macht er nicht. Er zieht einfach durch. Fuck. Wenn ich das. Oh, Mist, Mist, Mist. Wenn ich da aggressiver draufgegangen wäre, dann wäre der Ball halt weg gewesen. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, er stoppt wieder. Aber nein, er schießt wieder so ein verdammtes Pace-Tor. Und wir hatten den Alu-Treffer mit Icardi, darf man auch nicht vergessen. Also definitiv keine verdiente Führung für den Gegner hier. Aber es ist auch ein sehr knappes Spiel. Und ich muss auch zugeben, ich habe viele Fehler gemacht in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gespielt wie in der ersten. Macht er gut, mach ich schlecht. Scheiße, Scheiße! Ich mach's einfach nicht mehr so gut. Das ärgert mich. Weiß ich nicht, was El-Sharawi da macht, warum er den Ball einfach stehen lässt. Wenn er so weiterspielt, also ich bin immer noch der Meinung, dass es ein Unentschieden verdient wäre, aber wenn er so weiterspielt, dann verdient er sich leider den Sieg. Haben wir jetzt auch, wie gesagt, der Alu-Treffer natürlich von Icardi macht halt hier viel gut, aber wir haben definitiv nicht mehr so gut gespielt, auch keine, auch nicht viele Torschancen rausgespielt oder so. Wunderbar rausgespielt, Schuss leider geblockt. Das war mal wieder richtig gut. Wieso war denn das kein Abseits? Sollte natürlich nicht dahin gehen, aber eigentlich machen die Fehler nicht, deswegen ja, habe ich es probiert. Scheiße, ich hätte auch mal Traoré einwechseln können, fällt mir gerade ein. Oh, er lag doch bitte noch mehr. Rossi zu langsam.
Nein, wenn der Schuss nicht geblockt wird, der geht bestimmt rein. Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr wechseln. Aber ich habe ja ganz viel Glück und machen jetzt einen. Mal gucken. Oh, da vorne steht jemand Kopfballsteiger. Das ist ein gutes Zeichen. War es wieder eine Ecke? Oh, pfeift ab. Scheiße. Okay, ich würde trotzdem. Ich bleibe dabei. Es ist kein verdienter Sieg. Ich würde sagen, ein Unentschieden wäre hier verdienter gewesen. Und jetzt spielen wir einfach schnell noch ein Spiel. Das darf nicht in die Verlängerung gehen. Ganz wichtig. Torvorlagen. Noch 20 Spiele. Aber eigentlich, ob ich 19 oder 20 Spiele habe, ist egal. Und das Risiko, wenn ich jetzt in die Verlängerung komme, das geht dann zu lang einfach. Und ich denke, ich werde mich dann auch dann einfach nicht mehr so gut konzentrieren können und bin dann halt gehetzt. Das hatte ich schon mal. Und oh Gott, 20 Spiele am Sonntag, das wird heftig. Das wird richtig heftig. Zumal ich wahrscheinlich erst wieder ab abends Zeit habe zu spielen, aber ich versuche es dann trotzdem. Vielleicht versuche ich auch einfach ein bisschen zeitiger zu Hause zu sein Sonntag, dass man mehr, dass ich mehr Zeit habe, aber Scheiße, Mann, wenn nur mein Wecker geklingelt hätte, hätte ich halt locker noch 5 Partien geschafft und hätte noch 15 gehabt am Ende. Naja, gut, egal, ich höre jetzt hier auf, es bringt nichts. Ich spiele sonst eh nur Scheiße. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.